Unter Conversion versteht man eine Aktion des Users und damit meist die Umwandlung eines Besuchers einer Webseite in einen Kunden oder registrierten Nutzer. Wie genau eine Conversion aussieht, ist jedoch abhängig von den Zielen des Webseitenbetreibers oder Marketers. Bei einem Online-Shop kann die Conversion darin bestehen, dass ein Besucher eine Bestellung aufgibt. Bei einer Werbekampagne kann wiederum der Klick auf einen Banner als Conversion zählen. Die Conversion wird anhand der Conversion Rate gemessen. Sie ermittelt das Verhältnis von Besuchern und konvertierten Käufern bzw. getätigten Aktionen. Um sie zu berechnen, bedienen wir uns einer einfachen Formel. Wir teilen die Anzahl der konvertierten Nutzer durch die Anzahl der gesamten Besucher und multiplizieren das Ergebnis mit 100. Wenn von 1000 Besuchern also 32 kaufen, spricht man von einer Conversion Rate von 3,2%. Die strategische Verbesserung der Conversion Rate nennt sich Conversion Rate Optimization. Dabei spielen unter anderem die Nutzerfreundlichkeit, Nutzerführung und das Angebot eine zentrale Rolle. Stellschrauben dabei können also beispielsweise Layout, Vereinfachung und Inhalt sein,